Und stopp. So. Bau steht. Auch ein Fehler, den ich bei der ersten Aufnahme total vergeigt habe. Warte mal, die können jetzt einziehen. So, ihr seid hier fertig eingezogen, Steuern zahlen und ihr zieht jetzt alle ein, das ist wunderbar. So. Das war mein Fehler beim ersten Mal, da habe ich vergessen, diese Produktion rechtzeitig zu stoppen. Jetzt muss ich halt höllisch aufpassen. Jetzt, wenn ich jetzt die Produktion wieder starte, baut er fertig. Und das darf ich jetzt halt erst so 2 Minuten vor Schluss machen, weil diese Bildschirmhängerer for the win. Ja, okay, ist in Ordnung. So, dann bauen wir halt jetzt ein Armenhaus. Hier schön hin, wo es keinen stört. So. Jetzt könnte ich 5 weitere Bauern aufsteigen lassen, mache ich jetzt aber gar nicht. So, jetzt können wir einfach warten, bis hier noch 2 Minuten auf der Uhr stehen und dann starten wir das Ganze wieder. Dann sollten wir mal gucken, dass wir jetzt vielleicht mal die nächsten Produktionen in Gang bringen. Nämlich hier die Lederwämser-Produktion und hier die Bücherproduktion. Aber das ist im Moment viel zu kostspielig, was den Stein angeht, so dass wir da jetzt erstmal warten, bis der Dombau wieder einigermaßen läuft. Ja. Wie viele Flussbauplätze haben wir hier oben eigentlich? 1, 2, 3. Perfekt. 3 ist die perfekte Zahl. Genauso viele brauchen wir auch. Haben wir hier irgendwelche? Nee, das war aber auch klar. Und hier? Haben wir auch kleine? Auch das war klar. Ihr seid jetzt mal genug eingezogen. Und dann, einfach weil wir es können, verbinden wir das mal. Da brauchen wir jetzt aber keinen Quarz. Ja, jetzt können wir hier eigentlich nur das Ganze etwas beschleunigen. Und darauf warten, dass wir hier den Dom fertig bauen. Habe ich das Schiff eigentlich nach unten geschickt? Ja, habe ich mit den erforderlichen Materialien. Gut. Wie schaut's denn hier aus? Ah, ihr braucht noch ein kleines Tickchen. Können wir da ja mal zusehen. Ah, ihr seid fertig. Und ihr zahlt jetzt bitte Steuern. So, 1333 im Plus. Das kann man, denke ich, mal lassen. Also, das ist vertretbar. Und dann gucken wir hier mal eben.
Okay. Da müssen wir jetzt dann nachher gleich zwei Lederwämser-Produktionen in Gang setzen. Aber wie gesagt, das ist im Moment viel zu kostspielig, was den Stein angeht. Da müssen wir jetzt hier warten, bis das Steinlager auf unserer Insel rappelvoll ist. Und das ist es im Moment noch nicht. Produzierst du eigentlich schon Stein? Nö. Wahrscheinlich fängt die erst an zu produzieren, wenn ich mit der zweiten Baustufe anfange. Was habe ich denn hier sonst noch so an überschüssigen Waren? Nicht viel. Gut. Dann können wir jetzt einfach mal warten. Warten und warten. Eine Minute noch, dann setze ich wieder in Gang. Können wir dabei mal hier im Kardinal vorbeischauen? Der ist auch noch fleißig am Arbeiten. Da 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 da. Hier geht's immer noch gut voran. Und hier Felder zu bauen bringt immer noch nichts. So. Und jetzt starten wir hier mal wieder. Batz. So, und jetzt hören wir auch wieder auf mit Beschleunigen. Weil jetzt ist der Dom hier gleich fertig. Batz. Fertig. Okay. So, wir kriegen neue orientalische Baumeister. Das war auch der Grund, warum ich vorher schon das Schiff dahin gestöpselt hatte. So. Hat uns die Datoa irgendwas zu sagen? Nö. Schon der Wahnsinn, ne? Drei große Handelsschiffe, ein richtig gut ausgebauter Hafen, aber keinen Bürger. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Sie hat einen Bürger. Zwei. Verzeihung. Drei. Ui. Ganze drei Bürger. Eieieiei. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Unsere Holzproduktionen. Die arbeiten viel zu gut. Die können wir jetzt mal samt und sonders stilllegen. Und den Dom hier können wir eigentlich wieder in Gang setzen. So. Dann legen wir da wieder los. Und dann können wir uns jetzt mal in aller Seelenruhe um das hier kümmern. Brauchen wir erstmal ein neues Markthaus. So. Dann haben wir jetzt das Werkzeug nicht mehr, das nötige. Weil du es gerade dahin lieferst, okay. Dann müssen wir jetzt kurz warten, bis wir wieder etwas Werkzeug an Bord haben. Oh, und ich habe gerade ganz vergessen. Schwupp. So. Jetzt wird das da eifrig eingelagert und los geht's.
Und jetzt können wir hier nach und nach ganz gemütlich die Sachen in Gang bringen. So, als nächstes wäre dann das hier fertig. Dafür brauchen wir jetzt aber etwas Werkzeug. So, wie schaut's denn im Dombau aus? Der kommt in die Gänge. Gut. Wie schaut's hier unten mit den Baumaterialien aus? Da läuft auch alles. Auch sehr gut. Und hier unten das Werkzeug wird produziert. Okay. Und du fährst dahin, Mission Werkzeug abholen. So, und ihr produziert jetzt bitte nochmal ganz schnell ein bisschen Werkzeug. Gut. Und dann kann ich jetzt nämlich nochmal ganz schnell hier eine Saline hinsetzen. Die anbinden. Und dadurch mit der Salzproduktion anfangen. So. Dann können wir hier unten mal eben mit noch einer anderen Produktion anfangen, nämlich mit der Seilproduktion. So, erstmal zwei Produktionsstätten. Und dann Seile, Hanf, Entschuldigung. So, und was machst du auch? Das machst du wirklich. So. Und so. Und so. Und so. Und dann wird hier einmal kurz der Weg abgerissen. Und dann wird der Weg abgerissen. Und dann wird der Weg abgerissen. Und dann bauen wir hier zwei Seilereien hin. So. Jetzt produzieren wir immerhin Seile. Und jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Seile und dann können wir auch schon unser erstes kleines Handelsschiff in Auftrag geben. Da brauchen wir jetzt nämlich demnächst eins. Du verkaufst natürlich keine Seile, wäre ja auch sonst zu schön gewesen. Ah, und ich kann hier oben mit der Produktion weitermachen. Weil hier unten ist noch genug Werkzeug. Kann ich jetzt erstmal das bauen und dann können wir anfangen, Schweine zu züchten. So. Eins, zwei, drei. 4. Und können wir gleich noch eine bauen? Ja, können wir. Das ist wunderbar. Wunderbar. Und zwar hätte ich da gerne
Eins, zwei. Drei. Mist. Mist, geht so nicht. Geht so ganz und gar nicht. So geht es. Und dann bauen wir hier ein zusätzliches Markthaus, womit wir die Gerberei verbinden. So, du arbeitest immer noch auf 100% und du tust das auch immer noch. Okay. Dann fährst du jetzt da wieder runter und dann passt das jetzt wieder. So. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Oh, Spione gesichtet. Okay, so geht's weit. Hab ich dich? Ah, und dahin ist jetzt gut. Und hab ich dich? So, haben wir die Spione schon wieder. Immer da bei mir reinheizen. Hey, Mensch, 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 Mensch. Okay, und warum steigt ist in meine Bilanz noch? Ach so, klar, die Bettler müssen ja einziehen. Solange die Bettler nicht voll eingezogen sind, ist meine Bilanz noch ein bisschen am Boden. Verkaufst du jetzt eigentlich Stein? Nee, immer noch nicht. Okay. Dann können wir jetzt hier weitermachen mit der nächsten Gerberei. Und jetzt haben wir keine Steine mehr. Müssen wir halt kurz warten, bis wir neue Steine kriegen. Jetzt haben wir welche. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir dieses hier möglichst intelligent platzieren. Das sollte funzen. Ja, das funzt. Nein, das funzt nicht. Mal wieder um ein dämliches Feld. Okay, dann müssen wir das Ganze wieder abreißen. So. Und da muss das Ganze so stehen. Und schon geht es wie geschmiert. So. Und jetzt hier stellen wir das Ganze mal so. Geht das?
Passt hier nichts hin. Okay, was hätte sowieso nicht gepasst. Oh. Stunde ist vorbei, wie es aussieht. Gut. Dann ist jetzt halt hier ein Speicherpunkt. Dann geht's hier an der Stelle beim nächsten Mal weiter. Ich denke an die Leinenproduktion, an die Schweineproduktion werde ich schon noch denken. Gut, dann war's das von meiner Seite und bis zum nächsten Mal. Ciao.